meine liebe Freunde. Hallo, willkommen zurück bei einer neuen Folge Tschernobyl Lied. Ich bin Igor und ich zeige euch meine wunderschöne Pripyat. Hier, nach der Atomkatastrophe in Tschernobyl. Ja, erstmal muss ich, glaube ich, ins Bett gehen, aber schaut euch an, was wir geschafft haben, geleistet. Ist ein wunderschöner Ort. Für mich und meine Genossen. So, schon eine Weile her, dass ich gedaddelt hatte. Tatsächlich muss ich mir das mal öfters gönnen, aber ich habe bald jeden Tag 11-Stunden-Schichten. Das ist gerade in letzter Zeit ziemlich schwierig. Aber ist halt so, wir wollen uns nicht drüber beschweren. Seien wir froh, dass wir in der heutigen Zeit überhaupt Arbeit haben. So, wir haben hier drin gar nichts zu... Hallo? Профессор Хименюк. Ольга. Игорь, вы там? Если вы меня слышите, ответьте, пожалуйста. Прием. Да. Кто это? Меня зовут Ольга. Я живу в поселке в Рыжем лесу. Наслышана о вас. Думаю, мы можем помочь друг другу. Слишком часто я это слышу в последнее время. Нельзя ли поконкретнее? Учитывая обстоятельства, ваша подозрительность понятна. Но у нас общая цель – выгнать НАР из зоны. Ну, я приехал сюда не для того, чтобы вести партизанскую войну против корпорации наемников. Да, я знаю. Вы кого-то ищете, как и я. Пожалуйста, приходите в наш поселок в Рыжем лесу, нам нужно поговорить. И будьте очень осторожны, ладно? Чудовища, как правило, они приходят ночью, но не всегда. Frage nach Dorf. Ich kann Frage nach Dorf, oder ich frage nach Olga. Ey, mich interessiert. Кто вы такая? Лесная партизанка? Я Ольга. Мы с моим отцом Матвеем заботимся о беженцах и самоселах в зоне. Это все, что вам сейчас нужно знать. Okay. Пожалуйста, приходите в поселок. Я не о себе беспокоюсь. Вы сделаете доброе дело. Если буду поблизости, ich komme bei Gelegenheit vorbei, обязательно загляну. Und dann immer rein in die Olga. So. Immer rein in die Olga. So, lass mal ganz kurz checken, was ich wollte bauen, und zwar... Wollte ich eine Rüstbank bauen, glaube ich, richtig? Genau, das war der Plan eigentlich. Arbeitstisch ist schon da. Laserschnittmaschine. Tschernobylit-Werkzeug. Nein, das nicht. Das andere ist das. Das andere das. So. Ich glaube, das müsste hier sein, was ich bauen wollte, ne? Revolver. Schrotflinten, Karabinwerkzeug. Kalibrierwerkzeug. Teilchenbeschleuniger. Da finden uns immer diese Kräuter. Railgun Kalibrierwerkzeug. Eine Railgun, Digga. Rüstbank, genau. Da wollen wir hin. Blechwerkzeuge. Für Blechwerk. Dafür brauchen wir mechanische Teile. Ich gehe nämlich davon aus, dass wir dann nämlich... Okay, ich glaube nämlich, dass wir dann nämlich unsere Rüstung reparieren können. Vielleicht sogar aufbauen können. Das wäre natürlich echt ziemlich nice. Hast du gehört von Olga? Ja, sind Hubschrauber immer noch da? Ist nicht gut. Okay. Ach, ich gehe einfach. Ich will mir seine Ausrüstung nicht angucken. So, ich gehe in den... Geh. Ich will nicht sprechen, das. So. Jetzt wäre der rote Wald nochmal. Das Auge von Moskau. Das muss ich noch irgendwann machen, aber ich habe da echt so keinen Bock drauf, ne? Kopatschi. Medikamentenabwurf. Kopatschi. Vorratsabwurf. Essenslieferung. Das macht der. Ich mache rote Wald. Immer schön rein. Ihren Olga. Ja, lass uns los. Olga, mach's los. Это Ольга. Похоже, она там всем заправляет. Железная женщина. А все эти самоселы, говорят, вместе можно и море осушить. А можно ли вместе отыскать давно утраченную любовь? Okay. Eine knallharte Frau. Denn, denke ich mal, tatsächlich so Guerilla-Anführerin oder so ein Scheiß, ne? Mal gucken.
Langer Ladebildschirm. Roter Wald am Nachmittag. So, dann lass uns gucken. Ich sollte mal in Zukunft vielleicht darauf achten, dass... Ach so. Ja, das ist schon mal sehr gut. Und jetzt machen wir... Kann ich noch was nehmen? Davon kann ich immer nur einmal nehmen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie noch was anderes zu nehmen? Hier für Klatsche, Baller, Baller brauchen wir auch nochmal. Ja, unsere Rüstung halt, ne? Da müssen wir echt mal gucken. Komm, guck mal an. Lass uns gleich direkt mal gucken, ob wir hier Items finden. Die Suche nach Items, die wird niemals enden. Da, di, da, 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 di, da, da, da. Der Wald ist so rot, die Menschen hier tot. Da, di, da, 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 da. Okay, hier gehen wir als erstes hin. Warte mal. Muss noch mal nachladen. Aber ich möchte gerne Pilze haben. Mechanische Teile brauchen wir dringend. Aber es ist immer dasselbe Prinzip, ne? Es ändert sich so gar nichts, ne? Immer solche Kurzmissionen mal. Tja. Oh, oh. Was ist das? Das sind die schwarzen Stalker. Warum hat es lange gedauert, bis die verreckt ist? Ah, der hat sich... Tasche ist voll. Mann, können wir nicht alle durcheinander reden? Meine Fresse, hör auf zu labern jetzt! Kann ich die droppen? Ich wollte die gerne droppen. Все умерли. Ach was? Заперты в кристаллах черного. Hab ich ausgezogen jetzt, oder? Раздавлены, задушены. Ich. Aber wie verschaffe ich mir das? Achso, muss die ausziehen? Oder kann ich sie wahrscheinlich in die Tonne treten, wahrscheinlich, ne? Entfernen. So, jetzt habe ich eine neue Rüstung und die ist nämlich auch heil. Tala! Oh! Was soll das denn? Was? Ach, scheiße, hör auf. Okay, die schwarzen Stalker, die haben ja sehr jede Menge böse Dinge getan. Wow, gar nichts da, oder? Überall stecken diese Menschen hier drin, mit denen hat er besonders gerne rumgespielt hier. Warum er? Das war sein Lieblingsmensch. Da in die Richtung doch, also. Okay. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Okay, wir haben es hier mit schwarzen Stalker zu tun. Wir konnten ihn ja relativ gut überraschen gerade. So ganz in der Nähe von so einem schwarzen Stalker. So, die leben in einer Symbiose. Die leben zusammen. Ja. Wie das Blut da einfach noch spritzt. Da muss ich einmal ganz kurz hin. Den Shit lade ich mir auf, den er hat.
Ah, guck mal hier. Scheißdreck, warte mal. Nee. Das ist ein Kraut. Ich habe schon psychischen Knacks weg, weil ich die alle wegballer hier. Das mag der Igor überhaupt nicht. Das ist nicht so eine Welt, ne? Die Dinge müssen anders gelöst werden, denkt sich Igor. Aber es geht nicht anders. Sie lassen mir keine andere Wahl. Folgedessen, aber ich mach's ja auch schnell, ne? Ich lasse die Leute null leiden. Die können auch direkt gleich so... Ja, das ist wie Licht aus. Na, so ist das einfach. Gar nichts Schlimmes dabei. Einfach zack und Ende im Gelände. Das Thema ist erledigt. Ne, müssen wir gar nicht groß diskutieren drüber. Aber hier war irgendwas. Ich hatte mich bloß mal wieder ablenken lassen. Я так не могу. Да, Диана! Mein Gott! Несчастных погибло в таких ямах. Liebe dich. Неужели я одна из них, Игорь? Неужели от меня остался лишь череп с дыркой в затылке? Nein, ich mache Loch im Schädel. Nicht andere Menschen, nur ich. Ich bin der Schlimmste von allen. Noch eine Rüstung drinne. Ach, fick doch die Henne. Kann das sein, dass die andere vielleicht besser ist? Warte mal. So, einfach mal wegirren. Ich glaube, die Schrufle, die kann ich den anderen Vogel auch mal geben, ne? Ja, die sind unterschiedlich, ne? Hier ist eine Baumpilz. Da ist noch ein Löwenzahn. Ich weiß nicht. Das ist immer... Warum ich das denn so versuche in diesen russischen Akzent? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Einmal damit angefangen bist du, kommst du einfach nicht mehr raus. Du steckst... Was? Was ist hier los? Da steckst du denn drin. Du kommst nicht mehr raus. Geht nicht mehr. Hat sich erledigt. Oh. Du brauchst ein bestimmtes Item, um hier weiterzukommen. Vielleicht kannst du etwas Passendes in deiner Wegstation herstellen. Irgendwie nicht. Da wäre noch sowas. Also ich habe das Gefühl, im Allgemeinen sind hier echt sehr, sehr wenige Itemis am Start. Es gibt jetzt nur die Hauptquest, die wir ja... Nee, da, warte mal. Da können wir hingehen. Da gehen wir hin. Das machen wir. Was ist denn das? Ein Fragezeichen. Guckt euch mal das an, das sieht cool aus. Ah, ich krieg hier gleich... Dankeschön, meine Dame. Warte. Ah, ist das fruchtig. Ah, guck mal hier. Nicht liegen lassen, das. Ach, der Zug wieder, ne? Ja, ja. Da haben wir schon mal unsere Erfahrung mitgemacht mit dem Zug. Denkt daran, Domji, sie sind überall. Wir müssen vorsichtig sein. Wie gesagt, einmal damit angefangen, du kannst es nicht mehr beenden. Es geht einfach nicht mehr. Du steckst da so mittendrin, ne? Hinweis. Haben wir das schon mal gelesen? An General Koslov, Leiter der Militäroperationen, betreff Operation Geisterwelt. Sie erhalten hiermit eine volle Autorität, Professor Semonov. Bei der Eindämmung der Krise zu unterstützen, nutzen Sie alle nötigen Mittel, einschließlich tödlicher Gewalt. Ach, das ist dieser Kollateralschaden-Scheiß. Siehst du, genau das war das. Ja, ja, das haben wir schon gelesen. Das war der traurigste Brief, den ich jemals gelesen habe. Da wir alle nur Kollateralschaden sind. Okay. Ist das möglich, dass wir hier zu diesem Scheiß hinkommen, wo wir sowieso nicht... Wo wir sowieso nicht rankommen in diesen Bunker? Das ist ja doch eigentlich ziemlich alles krass miteinander verknüpft, ne? Ach komm, lass mal machen hier wieder, dass ich gucken kann, wo Items sind.
Da hast du schon echt die Möglichkeit, echt so ein Item-Suchgerät. Aber das Ding... Oh, Items. Oh, was ist denn das? Wieder so ein Puppenwald. Aber ist nicht egal. Puppen und Snir sind... Wow. Hallo Kinder. Ich bin's, euer Irgo. Seid schön anständig und isst Apfel, damit ihr werden könnt groß und stark. Später ihr könnt dann trinken Wodka. Macht großen Mann aus euch, so wie ich. Ja, da ging ihnen das Licht aus, wa? Einmal Wodka gesagt. Digga, was ist das? Das ist gruselig. Aber ich habe so ein Tschernobylit aufgesammelt. Ja, das heißt... Alter, überall diese Puppen hier. Meine Fresse, Puppen. Ich finde Puppen gruselig. Lass uns bloß hier verschwinden. Kommen die noch auf uns zu? Die Zwillinge bei Shining oder so ein Scheiß. Hör mal auf, du. Nee, dann wollen wir nicht mehr hier sein. Wenn die meinen, die kommen zurück. Okay, da oben ist wieder der Zug. Wir müssen aufpassen, dass hier nichts sind. Hier diese... NA-Soldaten. Die müssen nicht sehen hier uns. Scheiße, der hat uns... Nein, das war ein scheiß schwarzer Stalker. Wo bist du, mein Freund? Der hat sich wegtransformiert. Jetzt wird's gefährlich. Na, der weiß noch nicht so, wo er sich hin transformieren soll, oder? Das ist nicht gut. Wenn er da verschwindet, taucht er irgendwo anders auf. Und meistens natürlich, wie das mal so ist... Hinter einen. Naja, sonst geht uns das einfach mal nichts an. Und wir gehen einfach ganz vorsichtig weiter. So als... ich will nicht noch mehr diese Scheiße hören. Lass uns doch mal gucken. Den müssen wir doch irgendwie abknallen können. Der denkt bestimmt, wir sind weg. Und dann denkt er wieder... Da, la, 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 la. Tom, sie ist nicht da. Und dann... Pam! Hat er eine Kugel im Kopf. Und dann war es das schon. Aber so ist es nicht. Der ist einfach weg. Ah, da vorne. Nein, der ist da vorne. Scheißdreck. So leicht können wir ihm nichts vormachen, ja? Du das, du kannst wieder Matrix machen. Aber ich habe Matrix mit schnellerer Kugel. Scheiß schwarze Stalker hier. Normalerweise können wir ja was gegen die tun. Müssen wir Munition wieder herstellen, oder? Man muss so viel herstellen. So viel findet man hier irgendwie gar nicht im Spiel, oder? Ja. Sagt er und findet noch mehr. Oh oh. Wird richtig spannend, so Step by Step, ne? Also ehrlich, da ist nicht mehr so safe hier wie vorher. Alles so ein, zwei Soldaten und Chico ist. Dieses Willen macht mich total skeptisch. Wir müssen die Knarren noch stärker kriegen. Was ist das, ihr Dorf? Herr, du hast gerufen mich. Mache auf die Tür. Das war nochmal wichtig. Lass uns nochmal ganz kurz einmal einen Itemblick checken. Nichts. Okay. Nichts. Hallo. Ich weiß nicht, was du надо. Я Игорь. Ольга просила прийти. Ольга! К тебе какой-то чудило! Игорем звать! Ты его знаешь? Или всадить ему пулю между глаз? Все нормально! Открой ему, Марко! Ich glaube, ich will mal fast vermuten, naja, mit dem Dorf, ob die da sicher sind. Marco! Herr, du wärst ein guter Mann. Ну, привет. Слышал ты из той компашки, с которой даже Нарс сыт связываться. И скольких ты уже завалил?
Ach, was weiß ich. Ja, даже не знаю. Aber auf einmal kennt er uns. Ihm gerade sagt er, ich kenne deine Irgo, wer bist du? Und auf einmal, du bist also der Typ. Okay. Naja, ich will mal vermuten, wenn die NAR mit Hubschrauber fliegen kann, können die auch ein paar Raketen ins Dorf reinschicken. Das ist ja ganz schnell Schiko mit Olga. Hallo, Olga! Professor Chemenyuk, полагаю. Рада познакомиться лично. Нам предстоит большая работа. Я пришел. И о чем ты хотела поговорить? Несколько дней назад кто-то украл наши припасы. Мой муж, Костя, пошел по следу воров. Теперь и он пропал. А потом к нам заявились какие-то наровские шестерки. Сказали, у них есть пленник, которого они хотят обменять на что-нибудь ценное. И ты думаешь, это твой Костя? По описанию похоже. Я бы что угодно отдала, не раздумывая, но, как видишь, у нас нет ничего ценного. Frag nach dem Dorf, frag nach Olga, beende das Gespräch. Na komm. Этот поселок, которым ты управляешь, потрясающее место. Никогда бы не подумал, что... Что посреди зоны живут обычные люди? Ты прав. Мы не обычные люди. Мы охотники. Знаем эти леса как свои пять пальцев. Окей, noch einmal. А что насчет тебя? Ты слишком молода, чтобы... Помнить чернобыльскую аварию? Ну да. Я приехала с мамой из Минска после того, как умер папа. Я тогда была подростком. Мама была доктором. Она хотела помочь жертвам радиации в зоне. Здесь она встретила Матвея и... Они друг другу понравились. Потом появились бойцы НАР и здорово нас прижали. Фашисты проклятые. Мама исчезла. Это было много лет назад. С тех пор обо мне заботился Матвей. Он меня всему научил. В Минске я была просто девочкой Эмма. Здесь я королева леса. Костя приехал 2 года назад с врачами без границ. Он остался из-за меня, но... Ну, остальное тебя уже не касается. Beende das Gespräch. Ну что ж, вижу, ты по-настоящему заботишься о своих людях. Это мне нравится. Я постараюсь тебе помочь. Обещаю, ты не пожалеешь. Друзья всегда могут рассчитывать на наше гостеприимство, а врагов мы встречаем с дробовиками. Да, и вот еще. Эти гады, которые забрали Костю, наверняка наши припасы до сих пор у них. Хочешь, чтобы я и припасы вернул? Если получится. Но только после того, как спасешь Костю. Само собой. Твое желание – закон. Окей. Sollen wir nochmal schnell sprechen mit Leibwächter? Ne, wir haben einen Auftrag, wir haben ihn zu erfüllen. Los geht's. Pass auf, lass uns mal... Warte mal. Gibt's hier noch irgendwas im Dorf? Ne, ne? Können wir... Ne, komm, die zu beklauen, wäre doch ziemlich heftig, oder? Aber hätte ich ihn schon Lust zu. Ich bin so einer. Mach so etwas. So, Ach, guck mal. Die Rüstung habe ich auf die 8 gelegt. Huch! Warum ist die denn so... Warum ist die denn hier so stark? Ich verstehe nicht. An- und ausziehen? Ratzi-fatzi? Mhm, okay. An und für sich wollte ich eine Knarre noch rauflegen. Auf die 5. Strahlungsdings brauchen wir. Ich wollte hier die Schrumpflinse mal raufpacken. Ja. Ich wollte schnell... Warte mal. Achso. Schnellmenü. 5. Ja! Okay. Die müssten wir eigentlich auch nochmal irgendwie aufpimpen können, ne? Aber jetzt haben wir sie erstmal. So, lass uns. Aha. Wollen wir mal gucken, ob wir den Mann befreien können. So, Kinderchen, und ob wir den Mann befreien können, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten, es hat Spaß gemacht. Und, Nastrovie. Ja.